Für dieses Ding hier würden gerade viele Menschen in Deutschland ihre Familie eintauschen. FIFA 18, morgen kommt's raus. Heute ist es schon bei uns bei Bild und wir testen das heute mit den Profi-Zockern. Damit willkommen zur FIFA 18 Live-Show und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das neue FIFA aussieht, hier schon mal eine kleine Einstimmung. There's no I in it, I bring in all my team. Who'd you wanna holler, who'd you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the goat. Great, it's a good time and you never know. Don't show up to my show if you've got no. Das war Cristiano Ronaldo, so sieht das neue FIFA aus. Wir werden gleich noch mehr davon sehen. Aber jetzt erstmal zu unserem Cristiano Ronaldo des Social Web. Das ist Jan und der ist da für eure Kommentare und Fragen. Richtig, wenn ihr an dieser Show teilnehmen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare auf jeden Fall, was ihr wissen wollt. Wir haben hier die FIFA-Profis par excellence am Start. Und wenn ihr Fragen an die habt, dann tippt sie ein. Wir werden sie lesen, wir werden sie sammeln und ihnen stellen. Und ihr könnt sogar was gewinnen. Ich hol's mal hervor. Ihr könnt unter all den Kommentaren ein Trikotgewinn der deutschen Nationalmannschaft, schön mit den 4 Sternen und dem Logo. Also tippt euch die Finger wund. Ja, also wir freuen uns auf eure Fragen und Kommentare und jetzt mal zu unseren Gästen. Wir haben hier, ich fange mal an zu meiner Rechten mit Cihan. Cihan, du bist Europameister, richtig? Ja, hallo. Hallo. Ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ich sehe dein Trikot. Du bist, glaube ich, von Schalke zu RB gewechselt, zur E-Sports-Abteilung von RB. Genau. War es wegen des Geldes? Nein, natürlich nicht. Es waren sportliche Gründe und hat ein gutes Gesamtpaket von Leipzig bekommen. Deswegen spiele ich jetzt natürlich für Leipzig. Ja. Und wieder eins weiter rechts sitzt. Ja. Hallo erstmal, dich hatten wir Hallo. Letztes Jahr schon da. Du bist so der Fachmann auch für Tipps und Tricks und alles Mögliche rund um FIFA. Was das schöne Spielen angeht, oder? Ganz genau, ganz genau. Ich zeige euch später noch so ein paar Skill-Kombinationen, was man so machen kann mit, mit dem rechten Stick und was bringt im Spiel, was man nutzen kann, um seinen Gegner auszuschalten oder zu verwirren. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Und ihr beide zockt jetzt gerade mit, kann man sagen, zwei Anfängern. Ihr habt hier bei der Verlosung gewonnen, richtig? Ja, genau. Wie ist dein Name? Also ich heiße Robin. Ja. Und komme aus der Nähe von Hannover. Und du hast bei einer Verlosung teilgenommen auf Bild.de, und um hier mit den Stars zu zocken. Wie lief das ab? Wie hast du hier gewonnen? Ja, also es wurde von Cihan und von Kai eingeladen. Ja, und dann habe ich mein Video von meinem soweit schönsten Tor eingeschickt und das hat dann gewonnen. Und ich glaube, wir können das auch mal zeigen. Es war, glaube ich, ein ziemlich netter Freistoßtreffer. Vielleicht können wir es mal einspielen, das Ding. Da drüben sehen wir ihn, ne? Ja. War der überhaupt drin? Ja. Ja? Ich glaube, wir haben noch eine dritte Wiederholung. Ja, also ein geiler Freistoßknaller von der Latte hinter die Linie. Und der zweite Gewinner ist Kevin. Genau, ja. Man hört schon fast am Genau, du kommst nicht aus Deutschland, ne? Nee, nicht ganz. Ich bin aus der Schweiz, aus Luzern. Und ja, ich habe mein Video eigentlich aus Langeweile gesendet, also hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Und ja, habe mich gefreut für diesen Spontantrip nach Berlin. Mal Schluss mit der Bescheidenheit, denn du hast auch ein ziemlich geiles Tor gemacht, glaube ich. Ne? Wir schauen uns natürlich auch deins mal an, womit du gewonnen hast. Da kommt's. Mit wem hast du es gemacht? Mit Cavani. Alter. Volley mit der Hacke. Kann man mal machen. Okay, das war's jetzt erstmal mit unserer Runde, mit dem Vorstellen. Wir wollen jetzt, dass gezockt wird. Wir zeigen euch jetzt das Spiel. Die Jungs haben es schon vorbereitet. Es wird jetzt gleich den Anstoß geben. Und wir werden jetzt nicht mehr so viel quatschen, sondern ihr schaut jetzt mal, wie die Profis FIFA 18 zocken. Wen wählt ihr aus, Jungs? Wir werden mit Barcelona spielen und Jaja. Ja, wir werden uns für die Königlichen entscheiden. Real Madrid, ich denke, das ist eine gute Wahl. Aber was denkst du? Passt, absolut.
tipptopp. Genau. Sind das auch die beiden besten Teams bei FIFA, kann man das so sagen? Also ich würde sagen, Real Madrid ist das beste Team mit Abstand. Ich denke, ja, Gian nickt, stimmt mir dazu. Barcelona ist gut. Ich meine, sag du mal ein, zwei Worte zu Barcelona. Ich finde auch Real Madrid halt die beste Mannschaft im Spiel. Aber Barcelona ist halt immer gefährlich. Vorne vor allem mit Messi und Suarez. Muss man nicht unterschätzen, mein lieber Jaja. Was ist denn mit Bayern oder Dortmund? Ja, Bayern ist auch eine gute Option dieses Jahr. Wie immer. Dortmund eigentlich auch. Also Dortmund hat auch ein paar gute Spieler, vor allem mit Aubameyang vorne, mit Marco Reus. Da ist gut Tempo drauf bei den einzelnen Akteuren. Deswegen, das sind auch gute Optionen, die man wählen kann. Dortmund vielleicht nicht auf dem ganz oberen Niveau, vor allem defensiv, wenn man das jetzt vergleicht mit Real Madrid. Und ja. Deswegen, also ich denke, sind beide gute Vertreter in Deutschland. Ja. Okay. Und, ja. Ich sehe schon, ihr seid jetzt hier tief in der Taktik drin. Da wollen wir uns ehrlich gesagt später drum kümmern. Wir wollen jetzt einfach mal kurz sehen, wie sieht's aus, wenn ihr gegeneinander zockt. Deswegen einfach mal zurück und Anstoß. Ich glaube, die Jungs, die da spielen, sind ohnehin starke Leute. Über Aufstellung und Taktik werden wir uns auf jeden Fall nachher noch ganz besonders unterhalten. Auch darüber, wer sind die besten Spieler, was sind die besten Taktiken, wen lässt man die Freistöße schießen und so weiter. Also es gibt Tipps natürlich von den Profis auch für zu Hause. Am Ladebildschirm hat sich nichts geändert, ne? Bisher nicht, ne? Elfmeterschießen. Auf geht's. So, also schon frühe Führung für Barcelona. Gian, du kannst gerne weiterzocken, ich halte dir einfach das Mikro hin. Ja. Du hast jetzt sicherlich auch schon nicht das erste Mal gerade FIFA gezockt, sondern schon vorher. Kannst du sagen, was ist so das Prägnanteste, was ist das Neueste im Vergleich zu FIFA 17? Ich finde, das Verteidigungssystem hat sich komplett in FIFA 18 jetzt geändert. Oh, was ein schönes Tor hier von meinen Kollegen. Super. Jawohl, ey. Das Verteidigungssystem... Schon wieder Suarez, ja. Ja, klar. Warte mal, mal kurz zeigen, mal nicht weg... Ah, wir müssen die Dinger mal in der Wiederholung sehen. Können wir auch mal, gerne sehen. Nee, das nächste Mal, ja, oder wir zeigen es jetzt nochmal. Ja. So kannst du gerne kommentieren, ne, das Suarez. Ja, da habe ich halt zu Suarez gespielt, zu meinem Teamkollegen natürlich, hat er schön mit R1 in die lange Ecke. Ja, R1 heißt, du hast den angeschnitten. So ein Finesse-Schuss ist es, genau, so ein Technikschuss. Ja, das hat er gut gemacht. Okay, geiles Tor, 2-0 nach 15 Minuten. Sieht übel aus für Real. Genau, du wolltest gerade erklären, was ist der größte Unterschied zu FIFA 17? Genau, das Verteidigungssystem hat sich komplett geändert. Das CPU-Pressing, beziehungsweise die CPU-Verteidigung ist halt nicht mehr... Das heißt, die computergesteuerte Verteidigung, ne? Die ist halt nicht mehr so effektiv in FIFA 18. Das haben sie auch meiner Meinung nach gut gemacht. Damit ist man halt auf sich selber gelassen, natürlich mehr zu verteidigen, statt den CPU immer verteidigen zu lassen. Das ist meiner Meinung nach die größte Änderung, sage ich mal, in FIFA 18. Okay. Im Gegensatz zu FIFA 17. Ja, ich würde sagen, Jan, wie sieht es eigentlich aus? Gibt es schon die ersten Fragen und Kommentare unserer User? Auf jeden Fall. Also natürlich interessieren sich die Leute dafür, wie ihr beiden überhaupt Profis geworden seid, wie lange man dafür zocken muss und wie lange ihr so pro Tag trainiert.
Cihan, ich halte die, die machen, ja. In der Regel, also wenn man natürlich Profi sein will, muss man 8 bis 10 Stunden am Tag spielen. Natürlich sich auch mit den Profis messen. Online auf jeden Fall, in Foot Champions oder die virtuelle Bundesliga oder die ESL, das sind halt Plattformen, sage ich mal, wo man halt sich immer unter Beweis stellen kann. An solchen Turnieren sollte man immer teilnehmen und informiert sein, wann die Turniere dann immer stattfinden. Ja, und halt, wie gesagt, hartes Training und viel Fleiß. Ja, und viele fragen sich auch, RB Leipzig überhaupt das Bundesliga-Spieler beziehungsweise Bundesliga-Vereine im E-Sports aktiv sind. Du warst jetzt vorher bei Schalke. Kannst du noch weitere Bundesliga-Vereine nennen, die im E-Sports aktiv sind? Was fragen Sie sich? Na klar, VfL Wolfsburg, Schalke 04, mein Ex-Verein sozusagen. Stuttgart ist vor kurzem eingestiegen. VfL Bochum, also auch die zweite Liga, ist hier am Start. Die sind auch vor kurzem jetzt eingestiegen mit 2 Spielern. Ja, das waren noch also 5 Vereine insgesamt. Und dann an Cihan auf jeden Fall noch die direkte Frage, welche Ziele du mit FIFA 18 noch hast. Oder hast, nicht noch hast, sondern hast. Ziel ist es natürlich, Weltmeister zu werden oder die nationalen oder internationalen Titel natürlich zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Auch letztes Jahr war das mein Ziel. Und ich werde hier wieder mein Bestes geben in FIFA 18, damit ich erfolgreich werde und den Verein halt gut repräsentiere. Okay, dann... Vielen Dank erstmal schon für diese Fragen, die ihr dann uns schickt. Bitte weiter so. Wir werden noch viele dieser Fragen hier in der Sendung beantworten. Jetzt zu dem Thema, wir bleiben natürlich immer wieder auch beim Spiel, jetzt zu dem Thema, das natürlich alle Gemüter immer wieder erhitzt. Wie sieht es aus mit den Spielstärken? Was hat sich geändert im Vergleich zu 2017? Und wir haben jetzt mal eine kleine Übersicht der Spieler, die den größten Schritt nach vorne gemacht haben bei FIFA 18. Es geht los mit einem Bundesligaspieler. Kai Havertz von Bayer Leverkusen hat 13 Punkte dazugelegt, war allerdings auch bloß bei einer 60, hat jetzt eine 73. Dann kommt De Ligt, das ist ein 18-jähriger Innenverteidiger von Amsterdam, der hat auch 13 zugelegt. Mbappé natürlich, der gerade zu Paris gewechselt ist, hat jetzt eine 83. Kehrer von Schalke. Dolberg auch von Ajax, ein sehr talentierter Stürmer mit einer 78. Pulisic, darüber könnte man noch mal sprechen, hat zugelegt, eine 78. Den würde ich persönlich ja sogar noch über der 78 sehen. Demirbay von Hoffenheim, neuer Nationalspieler, hat eine 80 jetzt. Und dann kommen natürlich auch noch 2 Leipzig-Stars, Forsberg und Werner, auch jetzt über 80. Und der zweitteuerste Spieler der Welt, Dembélé, läuft jetzt bei Barca mit einer 83 durch die Gegend. Eine andere Sache, die FIFA jetzt auch übernommen hat wieder, die letztes Jahr begann, ist The Journey. Diejenigen, die FIFA 17 gezockt haben, wissen, wovon ich rede. Es geht darum, dass man den Jugendspieler Alex Hunter begleitet von seinem ersten Training bis hin zur Vertragsunterschrift. Und das Ganze geht dieses Jahr weiter. Wir zeigen euch mal, wie das aussehen kann. Was erwartest du in diesem Spiel von Alex Hunter? Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das stimmt doch gar nicht. Wir wurden verarscht. Michael! Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Was sagt dein Herz dazu? Leute sagen, ich will nur Fußball spielen und Titel holen. Völlig gleichgültig, für welches Team ich spiele. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep. Hey, man. Welcome to LA. You never see me again. Das ist besser geht's nicht, Alex. Man kriegt nur selten eine zweite Chance im Leben. Megaspiele. Ich freue mich drauf, mit dir in einem Team zu spielen. Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Ja, Verträge. Du wirst uns zu den Spielen mitnehmen, oder? Wenn du Glück hast. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights. Es ist überall dasselbe. Andere Straße. Derselbe Traum. Yeah. Here we come. Hey, here we come. Das ist zu riskant. Here we come. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Yeah, here we come. Also die Geschichte um Alex Hunter geht auch bei FIFA 18 weiter und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Spiel. Unsere Profis haben die Mannschaften Real und Barca ausgewählt. Ich glaube, Barca führt. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie es zu Ende geht. Die letzte halbe Stunde jetzt nur das Spiel live. Jetzt
schade. Wenn ich nicht den Splitscreen machen, dass man die Jungs auch sieht. Shit. Komm jetzt. Ah, scheiße. Zieh ab, zieh ab. Boah, scheiße. Haben wir ein Torwart. Ja. Schönes Ding. Oh, schade. Nochmal, komm. Ja. Ah, das ist so ein Luck, ne? Ja. Alter. Muss man auch haben. Oh, komm, jetzt machen wir einen Konter. Hallo? Komm. Krass. Nein. Stark. Ein weiter. Schade. Roll. Stopp. Ja, ich hätte ihn gern drin sehen. Dann kann ich ihn sehen. Ah! Schade. Gut gedacht. Kopfballgewehr gegen Messi. Der kann manchmal, ne? Ja, manchmal schon. Ehrlich, mich um. Ey! Schade, schade. Habt ihr drin gesehen? Ich auch, ich auch. Du standst mir auf dem Weg. Sein Tor. Hey, jetzt mal durchlaufen. Ich dachte, du machst Hattrick von Suarez, oder? Ja. Schönes Tor. Hey, jetzt, ich dachte, du machst den Haken rein. Gut gespielt. Gut gespielt. Okay, also das war das erste Spiel. Die Jungs machen noch Handshake. 3-1 für Barcelona, 3 Tore von Suarez. Robin, wie war es mit einem Vollprofi zusammen zu zocken? Ja, also man hat gemerkt in den Tricks, ja, es ist schon ja, sau stark, wie er das macht. Dieses Ballgefühl, ich glaube, da kann kaum ein Amateur mithalten. Okay, Gian, was ist deine Meinung zu Robin? Hat er Potenzial? Ja, er kann schon gut spielen. Also ich merke es auch an seiner Eingaben immer, dass er halt nicht ab und zu mal spielt, aber er spielt schon ein bisschen oft, so 3-4 Mal die Woche mindestens. So 1-2 Stunden sitzt er sich schon dran. Ja, hat auch ein schönes Tor gemacht. Das zweite Tor war sehr schön von ihm. Ja, ich war zufrieden auf jeden Fall. Okay. Aber Schule läuft trotzdem, ne? Ja, läuft alles. Habe ich auch immer gesagt, jetzt bin ich verwirrt. Ja. Ihr könnt eigentlich schon mal das nächste Spiel anfangen. Da wollen wir jetzt nämlich auch mal, wie ihr wollt, gerne auch eine Wiederholung dieses Spiels hier. Da wollen wir jetzt mal über die besten Taktiken reden, über die besten Tricks bei der Aufstellung und welche Anweisungen man den Spielern gibt. Denn ich habe mir sagen lassen, dass das Gian so mit das Wichtigste ist, was ein FIFA-Profi angeht, dass man eine Ahnung hat von den taktischen Einstellungen. Definitiv. Also man muss immer wissen, welche Aufstellung man spielt, welche Taktik man dazu spielt und wie man die Aufstellung überhaupt spielt. Zum Beispiel enge Aufstellungen würde ich immer, genau, enge Aufstellungen wie eine 4-1-2-2, enge Raute oder 4-3-2-1, das sind Aufstellungen, da spielt man halt ein bisschen schneller nach vorne, da ein bisschen One-Touch immer einbauen. Aber eine Aufstellung wie 4-3-3 halten oder so, da hast du halt natürlich auch die Flügelspieler, kann man auch immer langsamer spielen, über die Flügel dann auch mehrmals natürlich Flanken, aber wie gesagt, bei den engen Varianten würde ich immer kurz was bevorzugen, schnell nach vorne und versuchen vorne halt immer gut zu kombinieren. Okay, du hast jetzt, glaube ich, Barcelona ausgewählt, ne? Genau, ja. Vielleicht würdest du einfach mal da auf der rechten Seite ist Barca jetzt mal die Einstellung vornehmen, wo du sagst, weil es nehmen bestimmt viele da draußen auch Barca,
Was sind die besten Voreinstellungen für den FC Barcelona? Wie würdest du dein Team jetzt da aufstellen? Also wenn ich jetzt... Ich halte dir das, dann kannst genau. du nämlich okay, super. Deine, alles drücken, was du brauchst. Da wir jetzt zu zweit spielen, haben wir uns jetzt so ausgewählt sozusagen, dass wir eine bisschen breitere Formation spielen, halt auch über die Flügel ein bisschen. Da würde ich bei Barcelona 4-3-3 halten oder 4-3-3 offensiv. Eignet sich halt für die Aufstellung, also für die Mannschaft natürlich. Ja. Also wir werden jetzt zum Beispiel, man kann hier Anweisungen angeben, dass zum Beispiel Verteidiger hier hinten bleiben, die Außenverteidiger, damit sie halt bei den Kontern nicht anfällig wird. Und zum Beispiel den Busquets geben wir auch hinten bleiben. Das ist sozusagen vor den Innenverteidiger der eine. Wie kommst du zu dem Bildschirm jetzt mal ganz kurz für Anfänger? Also du bist auf dem Spieler okay, genau. und dann... Das war klar. genau, hier ist ja erstmal die Formation natürlich. Genau. Und oben stehen ja bei der Leiste Aufstellungen, Rollen, Anweisungen und Taktiken. Dann habe ich halt mit R1 sozusagen dreimal raufgetippt. Dann war ich halt bei den Anweisungen. Okay. Und dann gibt es halt für jedes Spieler sozusagen Anweisungen. Individuell kann man die halt natürlich einbauen. Und zum Beispiel, was ich jetzt eingestellt habe, war bei den Außenverteidiger hinten, dass sie immer hinten bleiben, damit sie halt, wie gesagt, bei den Kontern nicht so anfällig sind. Und den Busquets, der steht ja genau vor den Innenverteidiger sozusagen, der soll auch dann hinten bleiben. Ja, hier kann man zum Beispiel den Suarez Anspielstation geben bei Offensivläufe, dann bietet er sich immer sozusagen ein bisschen an oder Abwehr überlaufen. Abwehr überlaufen mache ich immer generell, wenn ich alleine spiele. Das eignet sich auch dann bei den schnelleren Spielern ein bisschen mit gutem Schuss. Bei Suarez haben wir jetzt Anspielstation ausgewählt. Weil ihr zu zweit seid. Ja, genau, weil man steuert da sozusagen nicht alleine die Mannschaft, sondern zu zweit. Und deswegen haben wir jetzt erstmal Anspielstation drin, aber man kann auch natürlich überlaufen geben. Aber bei 4-3-3, weiß ich nicht, lohnt sich das nicht irgendwie, weil du spielst ja nicht schnell nach vorne, sondern ein bisschen mehr ballbesitzlastig, sage ich mal. Deswegen haben wir hier Anspielstation. Den Flügelspieler haben wir jetzt eigentlich gar nichts angegeben. Was mit dem Belé, wenn ich das da sehe? Wieso spielt der Deulofeu? Ach so, der ist noch nicht dabei. Es ist, glaube ich, noch nicht ein Update drauf. Deswegen ist der Kollege nicht drauf. Bei unserer Version spielt er noch bei Dortmund, ja? Ja, wir haben, glaube ich, hier keine Online-Kader. Deswegen haben wir den Kollegen jetzt hier nicht. Und ja. Okay, dann eben Deulofeu. Ja. Und vorne haben wir Suarez, rechts Messi. Mittelfeld halt mit Rakitic und Iniesta und Busquets. Ja, das ist unsere Startaufstellung, obwohl, schau mal. Nee, das ist nicht unsere Startaufstellung. Der Roberto muss mal raus und Semedo rechts. Ja, der ist ein bisschen schneller. Was hat der für... Nee. Ja, das ist jetzt unsere Aufstellung. Okay, das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, gerade was Anweisungen angeht, das ist so das Wichtige, die Einstellung dort... beeinträchtigen das Spiel am meisten. Ja, klar, definitiv. Also Profis machen das immer. Das ist eine gute Funktion in FIFA. Also generell auch in FIFA 16. Ich glaube, FIFA 14 oder 15 hat es schon angefangen mit den Anweisungen. Und bis heute sind da halt gute Elemente, die man einbauen kann ins Spiel. Okay, dann gutes Spiel. Zweite Runde. Erste ging 3-1 aus für Barca. Genau, wir haben das erste Spiel gewonnen und die Jungs sind jetzt bestimmt richtig heiß. Gibt es einen Heimvorteil? Nee. Nee. Okay. Gibt es nicht und ja. Jan, sag doch mal, es gibt bestimmt neue Fragen auch aus dem Netz. Richtig, und zwar viele von euch interessieren sich dafür, wie ist denn das Gameplay im Vergleich zur Demo? Weil viele wohl sich Gedanken darüber machen, ob es da welche Unterschiede gibt, ob die da was gemerkt haben. Und allgemein, was der größte Unterschied zu FIFA 17 ist. Das wollen die Leute wissen. Der größte Unterschied ist also, wie gesagt, das Verteidigen. Die CPU-Verteidigung ist nicht mehr so einfach wie in FIFA 17. Man muss schon wirklich selber viel verteidigen. Und zur Demo, also ich finde zum Beispiel das Spiel jetzt bei der Vollversion ist etwas schneller. Ist eine gute Nachricht wahrscheinlich an viele FIFA-Fans da draußen, weil viele haben sich halt bei der Demo beschwert. Aber ich kann sagen, dass bei der Vollversion ist es halt ein bisschen schneller, das Spiel. Generell fühlt sich auch ein bisschen besser an bei den Pässen und sowas. Und ja. Gian, von dir wollen vor allem die Leute wissen, ob du das mittlerweile nur noch beruflich spielst oder ob du selber auch noch Privatspaß an FIFA hast oder ob das für dich jetzt schon Beruf zum Geldverdienen geworden ist. Genau. Ja, ich mache das auf jeden Fall beruflich, seit einigen Monaten schon. Und naja, privat mit Freunden spiele ich dann sozusagen, wenn ich die Zeit auch habe.
weil es ist halt immer schwierig. Wir müssen uns halt auf die Turniere vorbereiten. Wir haben so viele Turniere, die wir halt im Jahr spielen. Deswegen, also wenn ich halt mal die Zeit habe, natürlich zocke ich auch mal mit den Kollegen, sozusagen, die keine Profis sind. Das mache ich natürlich manchmal halt. Ja, kommentiert bitte fleißig weiter, stellt eure Fragen an die E-Sport-Profis. Oder wenn ihr wissen wollt, wie ihr selber mal hier spielen wollt, könnt ihr ja auch mal fragen. Kommentiert fleißig weiter, wir lesen es vor. Eine letzte Frage jetzt noch, Cihan, oder auch Jaja, deine Meinung, bester Spieler? Ronaldo. Nee, also jetzt, wo es die Ikonen gibt, auch Ronaldo. Es bleibt bei Ronaldo. Okay, also Messi stinkt ab gegen Ronaldo, ja? Ich finde, Rolit ist der beste Spieler dieses Jahr. Aber man kann auch Legenden spielen, oder? Also ich habe die Legenden schon gespielt. Also nicht auf, das war in Köln, konnten wir halt die Legenden spielen. Also da wurden halt einige Profis eingeladen von EA. Da habe ich halt Rolit getestet. Das war mit Abstand sogar der beste Spieler, den ich je gespielt habe, muss ich sagen. Okay, also die Antwort auf die Frage Messi oder Ronaldo ist Rolit. Das Ganze mit den Spielerstärken ist aber nicht nur bei den Fans und bei den Zockern ein großes Thema, sondern auch bei den Spielern selbst, Ronaldo gerade mit dem 1-0 für Real, sondern auch bei den Spielern selbst. Und das sieht man an folgendem Einspieler, den wir vorbereitet haben, die diskutieren darüber. Dybala, piscinero, por lo general siempre estoy en la pileta en mi casa, si quiere venir un día, nos tiramos un poco. Does Iron Robin even have a right foot? I've got one, but just to stand on it. At this rate, EA should just give Ronaldo a 100 rating and 99 in all stats. The man is a machine. Of course I'm a machine. Com Lucas Moura no fute, você pode ensinar seu adversário a dançar o samba na grande área. Ah, coisa linda, gostei. Vamos costurar os caras na grande área. Dança aí um sambinha pra nós. Selling my club in FIFA. Dele Alli scored twice against me. The most bang average player in the league has scored twice against me. So he's obviously an Arsenal fan. Bit bitter. Ela disse, Di Maria, pode ser o pior jogador que haja tenido em FIFA. É, este mala onda. Esse mala onda, mandou. Muito bem, não sei o que você Pourquoi les gens achètent Griezmann? Parce qu'il est fort, 0,1% pour sa célébration, 99,9%. Et c'est pour ça que je joue avec moi-même aussi, pour faire ma petite célébration. Ich kann dich weniger leiden als die Jungs, die beim FIFA zocken, einen Dab nach einem Tor machen. Das ist die Krone der Beleidigung. Was ist ein Dab? Dab ist das. Also, das war's. Ja, ich bin noch nicht so im Swag heute. Una volta che Chiellini ti mette una mano sopra, sei morto, figlio mio, non passi più. Cerchiamo di fare il possibile. Forza. Lo che qua ti ha volgato nel FIFA è una bestialità. Solo nel FIFA? Sicuro? In FIFA 18, my rating should be 88. Mindestens über 90 sein. 93. Mindestens eins mehr haben als bei FIFA 17. Est-ce que je peux avoir plus que 99? Brauche ich mindestens die 90. 86 or 85. Nowhere lower though. The 95. Also, ich devrais avoir 80. Ich habe im Sommer richtig trainiert. Das sage ich euch. I prefer 100. Und meine Dribblingfähigkeit ist viel zu niedrig. So, wir haben jetzt hier noch einen Überraschungsgast. Für uns ist es kein Überraschungsgast, weil wir wollten ihn eigentlich von Anfang an dabei haben. Weltmeister Kai Wollin. Der wollte eigentlich pünktlich zur Sendung hier sein, hatte aber noch einen Termin in Dortmund, in seiner Heimatstadt, da wo er gerade wohnt. Hat es jetzt aber mit einer leichten Verspätung zu uns in die Sendung geschafft. Kai, ja. Wo bist du? Komm mal hier neben mich. Komm mal hier rüber. Ja, ich muss dir oder bist du Matrix-Fan? Soll ich dich Neo nennen? Nee, ja, so kam ich mir vor, aber ich hatte eine Augenoperation. Und deswegen muss ich dir gerade sagen. Ja, das Auge ist ja quasi das Kreuzband des Zockers. So sieht's aus. Muss man sich jetzt Gedanken um die Karriere machen? Oder? Nee, alles gut. Das war eine Routine-OP, würde ich sagen. Also ich habe mir die Augen, also einfach die Sehstärke wiederherstellen lassen. Alles gut. Und du siehst alles jetzt hier so? Ja. Geht alles klar? Erschreckend sogar, scharf bist du. Du kannst sogar wieder zocken, oder? Ja, ich denke, das geht. Okay, dann also dafür ist ja die Brille da, dass ich nicht so lichtempfindlich bin gerade. Dann probieren wir das nämlich auch gleich nochmal aus. Wir waren gerade bei den Spielerstärken dieses Jahr, die sich geändert haben und bei den überhaupt stärksten Spielern. Denn bei der Matz gerade von EA haben sie die Stärke von Ronaldo nicht verraten. Wir zeigen euch jetzt aber und diskutieren auch mit Kai drüber, die stärksten Spieler für jede einzelne Position, Torwart, Defensive, Mittelfeld, Sturm. Und wir fangen bei den Torhütern an. Hugo Lloris von Tottenham, damit geht's los, 88.
Dann haben wir Thibaut Courtois von Chelsea, eine 89, auch der absoluter Topstar. Dann die Legende im Tor von Juve, Gianluigi Buffon, 89. De Gea, zweitstärkster Torhüter von Manchester United, der Spanier. Und natürlich der stärkste Torhüter, Manuel Neuer. Kai, bist du einverstanden? Ja, absolut. Also Manuel Neuer, definitiv bester Torwart. De Gea, zweitbester Torwart. Also ich bin mit allem einverstanden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Verteidigern. Thiago Silva, mussten auch die Bayern gestern schmerzlich erfahren, dass der was drauf hat. 3-0 verloren, 88er Stärke. Dann Sergio Ramos, der königliche Abwehrchef, eine 90. Das ist nicht ganz geordnet. Ich glaube sogar, ist Ramos der Beste? Ne, Chiellini ist noch vor ihm. Ne? Auf jeden Fall Barzagli von Juve auch mit einer 85. Hummels nur eine 88. Da hätte ich mir fast ein bisschen mehr gewünscht. Chiellini eine 89 und damit war Ramos der stärkste Innenverteidiger. Wie ist das für dich? Siehst du das auch so? Ja, kann man unterschreiben. Also Ramos ist definitiv wirklich eine Maschine. Und Boateng würde ich auch noch so mit zu Ramos auf einem Level sehen. Natürlich sind die Legenden nochmal, glaube ich, eine Stufe drüber, aber die beiden sind schon von den normalen Spielern am besten. Also ganz ehrlich, mit der Sonnenbrille nehme ich dir echt alles ab, was du sagst. Ja, ich hoffe, die anderen auch. Ja, denke ich auch, da draußen macht es bestimmt auch Eindruck. Weiter mit den Mittelfeldspielern. Wie sieht es da aus? Da haben wir einen Bayern-Spieler, Thiago, gestern in Paris nicht ganz auf der Höhe. Der hat eine 88-90 Dribbling, ist natürlich stark. De Bruyne, Ex-Bundesligaspieler, eine 89 von Man City. Sanchez von Arsenal, der Chilene. Dann Modric, die Passmaschine von Real Madrid. Und bester Mittelfeldspieler, da können wir auch ein bisschen stolz sein, ist Toni Kroos. Ist auch in Ordnung so, ne? Mir fällt jetzt auch keiner ein, der besser sein soll als Toni Kroos. Das Witzige ist, dass man die Karte von Toni Kroos eigentlich nicht spielen kann. Das ist das Absurde daran, weil er einfach viel zu langsam im Spiel ist. Aber alle anderen Werte sind überragend, aber der Wert ist halt wirklich komplett hinterher. Das heißt, die 90 ist eigentlich Augenwischerei, weil es nicht so viel wert. Genau, die aus der Augenwischerei. Weil es bei FIFA so sehr auf Geschwindigkeit kommt. Ja, also ich würde gerade sagen, in dem Spiel kommt es auch wieder super viel auf Geschwindigkeit an. Und da Kroos mit einer 50 absticht, mit Abstand so der schlechteste Mittelfeldspieler. Wir sehen hier nochmal die Karte 50 Tempo. Ja. Natürlich seine größte Stärke passen, 88, aber... Ja, aber wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel die Fanning auch nur 73 Füße, 70 für eine 90er Karte, ist das echt meiner Meinung nach extrem wenig. Und da hilft mir auch nicht die 90 in der Gesamtwertung. Was ich mich als Laie ja frage, wenn wir mal kurz auf der Karte bleiben, ne? Er hat eine 90 und das sind die 6 Werte. Aber ja, wenn ich da einen Durchschnitt nehme, bin ich ja gar nicht bei 90. Ja, das frage ich mich auch. Das ist am krassesten ist das, glaube ich, bei Thomas Müller. Der hat, glaube ich, 85 oder sowas in der Richtung? 87 sogar, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Und da ist auch keine Karte über 81, 82, also kein Wert. Deswegen, ich verstehe es auch nicht, wie es zustande kommt, muss ich ehrlich zugeben. Naja. Da macht ihr wahrscheinlich ein Geheimnis draus. Wir akzeptieren es erstmal einfach so. Aber wir halten fest, die 90 von Toni Kroos ist nicht wirklich eine 90, weil er im Spiel nicht so viel wert ist, sagt zumindest der Profi. Wir kommen jetzt zu den Stürmern. Die 5 Besten im Spiel. Lewandowski, eine 91. Ich kann euch sagen, das ist der beste Bundesliga-Stürmer. Aubameyang hat die Top 5 nur knapp verfehlt. Der hat dieses Jahr eine 90. Dann haben wir Suarez von Barcelona mit einer 92. Neymar, herausragend, Dribbling und Tempo, wahrscheinlich einer der wertvollsten Spieler, die es gibt in diesem Spiel, von Paris mit einer 92. Und natürlich die beiden Topstars am Ende, Messi mit einer 93. Und dann Ronaldo, der stärkste Spieler bei FIFA 18, war auch schon bei FIFA 17 mit einer 94. Kai, ist das okay? Viele halten ja Messi für den eigentlich Besseren. Ja, ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in FIFA Cristiano Ronaldo der beste Spieler ist. Der ist auch jetzt wieder auf dem Cover, das heißt, er ist nicht schlechter geworden. Ja, also ich finde, es ist einfach verdient, so wie es gerade ist, ist meine Meinung. Spielt er sich auch besser? Ja, definitiv, um Welten. Also Cristiano ist nicht nur schneller, er ist auch körperlich robust, das heißt, er setzt sich in Zweikämpfen besser durch und er hat noch die Sprungkraft, um auch bei Flanken gefährlich zu sein. Er ist einfach der komplettere Spieler. Okay, also bei FIFA 18 schlägt das Pendel klar zugunsten von Ronaldo aus. Kai, schön, dass du noch gekommen bist. Ja, und ich würde dich bitten, einfach mal direkt jetzt beim Spiel, die Jungs zocken, für Yaya zu übernehmen. Und dafür kommt Yaya einfach zu mir. Der ist komplett im Film. Yes, bitteschön. Dann zockt ihr jetzt einfach mit dem Weltmeister weiter. Ihr könnt auch noch eine Partie beginnen. Wir machen hier drüben jetzt am zweiten Fernseher weiter mit Yaya. Ich halte das Mikro, dann kannst du uns ein bisschen was zeigen. In diesem Abschnitt jetzt
Leute, geht's um Tricks. Und zwar nicht nur um Tricks, die schön aussehen, sondern möglicherweise auch Tricks, die euch im Spiel wirklich voranbringen. Und Yaya zeigt euch jetzt einfach mal, wie die funktionieren und wir zeigen euch das im Screen hier. Genau, also ein Trick, der dieses Jahr extrem gut ist, ist der Dragback. Das bedeutet, der Spieler zieht den quasi ja, mit der Sohle zurück und nachdem er den einmal zurückgezogen hat, kann man die Richtung bestimmen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nach hinten und dann nach vorne gehen. Das mache ich jetzt mal. Zack. Oder ich kann nach hinten und hinten gehen oder ich kann halt nach hinten und zur Seite gehen. Dazu muss man einfach nur beim Laufen die R1 bzw. RB-Taste gedrückt halten und dann mit dem linken Stick in die entgegengesetzte Laufrichtung drücken und dann, während er den Ball zurückzieht, die Richtung bestimmen, in die man quasi entlässt. Das heißt, das ist quasi, um es vereinfacht zu sagen, eine 180-Grad-Drehung? Man kann es als 180-Grad-Drehung nutzen, aber man kann natürlich auch den Gegner verwirren und so tun, als würde man eine 180-Grad-Drehung machen und dann aber einfach geradeaus weiterrennen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder man zieht den halt ja nach hinten und dann zurück. Man nimmt Pace raus. Es gibt verschiedene Varianten, wie man den nutzen kann. Okay. Und der ist extrem effektiv dieses Jahr. Ja. Haben wir diese Tastenkombination auch mal für die Kamera einmal, damit wir wirklich sehen, so funktioniert das Ding. Du kannst ihn dann nochmal zeigen, wenn du ihn beginnst. Ja. Also ich nutze wirklich nur, ich lasse den R1-Knopf gedrückt und währenddessen nutze ich den Stick. Also zack. Das wäre jetzt eine 180-Grad-Drehung und das wäre jetzt eine angetäuschte 180-Grad-Drehung. Okay, das sieht nicht wahnsinnig spektakulär aus, ist wahrscheinlich aber sehr, sehr nützlich. Sehr. Mach doch mal weiter, wahrscheinlich gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt zum Beispiel die Schussfinte, wenn ich die eher mache, dann... Großchancen vergeben gibt es zum Beispiel auch, ne? Ja, zum Beispiel. Dafür muss man einfach nur geradeaus rennen, in den Torwart rein. Aber alternativ, das kann ich auch, ja. Alternativ wie hier, wenn man auch wieder mit R1 oder RB auf der Xbox, wenn man auf den Torhüter zurennt und dann die Schussfinte macht, beziehungsweise die Bewegungsfinte. Wie funktioniert die bei einer normalen Einstellung? Die funktioniert bei einer normalen Einstellung R1 oder RB. Dann macht er so einen komischen Wackler. Kann ich jetzt hier mal zeigen. Also, ne? Da kann ich einfach nur, wenn ich jetzt die R1-Taste drücke und dann mit dem linken Stick die Richtung bewege. Hin und her und dann... Ja. Genau, dann spielt er einfach den Ball nicht. Er tut so, als würde er in die Richtung gehen, aber läuft halt nicht wirklich in die Richtung. Wenn ich das vor dem Keeper mache, dann kann ich halt den Torwart wunderschön aussteigen lassen, wenn ich frei auf ihn zurenne. Wenn ich zu spät mache, dann ist natürlich eine große Chance vergeben, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn du jetzt alleine, aufs Tor zuläufst, würdest du immer diesen Trick probieren oder würdest du ihn einfach in die Ecke schieben? Ich würde ihn wahrscheinlich einfach in die Ecke schieben, aber wenn ich 4-0 führe, dann würde ich auch mal so einen Trick auspacken. Also ja, man kann ihn natürlich auch nutzen, um einen anderen Spieler als einen Torhüter auszudribbeln, aber in der Arena gibt es keinen anderen. Also von daher, ja. Okay. Das wäre noch eine Variante, die man relativ einfach nutzen kann, um besser zu spielen, um seinen Gegner aussteigen zu lassen. Hast du noch was Spektakuläres irgendwie? Ich habe was Spektakuläres, und zwar die Rabona Schussfinte. Dazu, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Man macht die normale Schussfinte mit Flanken oder Schießen und dann Passen. Also ich habe Flanken auf Viereck und dann ich lade auf und drücke dann direkt die X-Taste. Dann schießt er nicht. Genau, dann tut er so, als würde er schießen, aber hält den Ball an. Und das Gleiche mache ich jetzt, aber ich drücke dabei, ich halte dabei L2 gedrückt und drücke den linken Stick entgegen der Laufrichtung. Das geht auch nur mit einem 5-Sterne-Skiller, also da muss man gucken, mit welchem Spieler man das macht. Mit dem einen oder anderen funktioniert das nicht, der nicht diese 5 Sterne hat, aber das ist eine sehr effektive Variante, um den Ball anzuhalten und den Gegner vorbeirennen zu lassen. Vor allem, wenn man auf dem Flügel die Linie runterrennt. Ist ein bisschen schwieriger auszuführen, den muss man wirklich üben. Aber ein sehr effektiver Trick, den man auch sehr häufig auf Profiniveau sieht. Also habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr beim FIWC gesehen im Finale. So, das also sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch was. Bringt auch wirklich was, ja. Genau. Wie gesagt, anzumerken ist hierbei nur mit einem 5-Sterne-Skiller. Das wäre jetzt ein bisschen spektakulärer. Eine andere Variante, die auch ein 5-Sterne-Skill ist, aber relativ einfach einzusetzen, sieht super spektakulär aus, ist der sogenannte Okocha-Flick. Dafür muss man einfach nur mit einem 5-Sterne-Skiller den rechten Stick in Laufrichtung gedrückt halten. Und dann legt er sich den Ball so vor. Und dann kann man den direkt Volley nehmen, man kann den über einen Spieler drüber flicken, je nachdem, in welcher Position man das einsetzt. Aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus, der Trick. Also das ist. Und dieses Jahr funktioniert auch im Lauf. Letztes Jahr musste man dafür stehen.
dieses Jahr funktioniert er auch, während der Spieler läuft. Also das ist auch eine schöne Variante, die man nutzen kann, einfach um das so ein bisschen spaßiger zu gestalten. Oh, der sah schön aus. Ja. Also wenn du so ein, wenn so ein Ding im Spiel auspackst, ne, das ist schon... Wie, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, der ganz normale Zidane-Trick, dieser Dreher. Ja. Gibt's den? Kannst du den hier? Ja, den gibt's auch. Dafür muss man einfach nur den rechten Stick von hinten nach vorne drehen. Ah, da ist er ja. Genau. Und dann halt in die gewünschte Richtung. Also wenn man den rechts rumdreht, dann macht er den Zidane-Trick auch rechts rum. Wenn man den andersrum dreht, dann macht er ihn halt andersrum. Also einfach hinten quasi in Gegensatz der Laufrichtung anfangen und dann den rechten Stick nach vorne drehen. Ist ein 3-Sterne-Skill. Das heißt, sobald der Spieler 3 Sterne hat, kann er den ausführen. Die Geschwindigkeit, wie er das macht, hängt vom Spieler ab. Das hängt von den Dribbling-Werten insbesondere ab. Ja, so viel zu dem Trick. Hast du noch einen Trick, den du gerne sehen würdest, Philipp? Ja, du, ich bin ja eher so der Beinbrecher bei FIFA und ich schieße immer aus 30 Metern. Also ich bin irgendwie, also, der Zidane-Trick hat mich schon sehr glücklich gemacht. Kann man einfach auch jonglieren? Kann man den Ball hochnehmen und hin und links, rechts? Das geht auch. Dafür muss man einfach nur L2 gedrückt halten. Und dann hier Around the World, oder wie das Ding heißt? Ja, Around the World geht auch. Dafür muss man dann, ja gut, das geht auch, das passiert auch manchmal. Man muss dafür, während man jongliert, muss man ja den rechten Stick drehen, aber das mache ich jetzt nicht so häufig. Funktioniert aber in der Theorie. Ich kann es nochmal versuchen. Ja. Aber ich meine, was willst du mit dem Around the World bei FIFA? Aber theoretisch geht's auf jeden Fall. Ja, ich finde einfach, dass das schön aussieht. Ja. Ist doch auch schon was. Doch, auf jeden Fall. Also wenn das neben dem Beinebrechen machen möchtest, kannst du gerne... Ich finde das machen. Schön. Du brauchst so eine Mischung aus Schönheit und Hässlichkeit und dann bist du da, sag ich. Ja, verstehe. Okay, ja, dann... es sei denn, du hast jetzt noch einen, den du unbedingt zeigen musst, ansonsten... Nö, das sind so die... Ansonsten machen wir jetzt mal weiter. Vielen Dank, Jaja. Ja, sehr gerne. Machen wir weiter mit einem kurzen Talk für alle, die wissen wollen, wie man eigentlich in die Szene überhaupt reinkommt, in die Zockerszene, wie man damit sein Geld verdient. Und dafür haben wir heute einen Gast da, der uns dazu alles beantworten kann. Das ist Joshua. Ich komme mal zu deiner Linken. Hallo, grüß dich. Joshua, ich gebe dir das Mikro. Du bist von der eSports Reputation. Das heißt, erklär mal kurz deinen Job. Ja, erstmal, ich war früher selber Spieler, so wie die Jungs jetzt, habe das über 10 Jahre gemacht, habe auch war selber Weltmeister und so weiter. Das heißt, ich kenne das Spielerleben sehr, sehr gut. Und mit eSports Reputation haben wir vor jetzt etwa über einem Jahr angefangen, die Spieler ja quasi komplett zu begleiten, auszubilden und an das ganze Thema ja professionell ranzuführen. Das heißt, wenn es halt jetzt zu den Fußballvereinen kommt natürlich, wenn es einfach um die komplette Alltagsgestaltung kommt, wenn es um Vertragsthemen geht, all sowas. Okay, das heißt, ihr kümmert euch um alles drumherum. Die Spieler müssen sich eigentlich nur noch um ihr Training und um ihre Weiterentwicklung kümmern. Jetzt sag doch mal, es ist immer wieder eine Frage, hat sich das geändert jetzt im Laufe des letzten Jahres? Wie viel verdient man, wie viel verdient ungefähr ein Topmann wie Chihan? Kann er davon gut leben oder gerade so? Wie ist das? Ja, also davon, also wie im echten Fußball auch oder im klassischen Fußball, sagen wir lieber, auch würde ein Profispieler natürlich nie über sein Gehalt reden, aber grundsätzlich ist es so, Gian hat es eben schon gesagt, die Topspieler können davon leben, können auch meines Erachtens gut leben. Und vor einem Jahr sah das aber noch ein bisschen anders aus. Da war es so, dass das ganze, wie gesagt, das ganze Vertragsthema, das war alles noch in den Kinderschuhen. Die Spieler haben für wenige 100 € gespielt im Monat, also quasi, man muss wirklich sagen, so die Verträge, so das grenzte schon so ein bisschen Richtung Sittenwidrigkeit und es musste halt erstmal im letzten Jahr halt klargestellt werden für beide Seiten, also für die Teams und für die Spieler auch, die ganzen Rechten und Pflichten, wie mit dem Thema umzugehen ist, weil am Ende des Tages ist für einen Spieler so eine Woche, die investieren schon 40, 50, 60 Stunden teilweise. Es ist ja nicht nur das Spielen an sich, das Üben, die Wettbewerbe, man muss sich halt ganzheitlich professionell verhalten, und zwar im Prinzip aus dem Kinderzimmer heraus, plötzlich wie ein Vollprofi, spätestens wenn es zum Bundesligisten geht. Und da sind jetzt aber auch im letzten Jahr 70 Vereine weltweit eingestiegen. Also in Deutschland sind es 5, aber weltweit 70. Und ich weiß noch, wie wir hier vor einem Jahr saßen. Und da war das noch so in den Kinderschuhen. Und jetzt in der Zwischenzeit, wie gesagt, 70 Vereine eingestiegen. Und die gehen natürlich auf dieselben Topspieler zu. Das heißt, es haben sich natürlich so, nehmen wir mal 20, 30 Topspieler im deutschsprachigen Raum entwickelt. Und um die geht es dann, die will jeder haben. Und da ist man dann natürlich auch schon langsam in der Lage, richtig gut zu verhandeln. Okay, also die Branche wächst also. Jan, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die über Facebook oder YouTube Fragen haben an Joshua.
Ja, also natürlich ist immer die Frage, wie kann man damit am allerbesten Geld verdienen und wie man überhaupt den Einstieg ins E-Sports-Geschäft schafft. Also kann man sich dann bei dir melden? Muss man sich bewerben sogar vielleicht mit irgendwelchen Trick-Videos oder geilen Tor-Videos? Oder wie können die Leute an euch rantreten? Ja, das hilft auf jeden Fall. Also im Prinzip nutzt man wie in klassischen Sportarten alle Wege, die es so gibt. Also es gibt in Deutschland 5 bis 10 Millionen Spieler, die halt also FIFA spielen und viele halt ambitioniert, die wissen, da gibt es Vollprofis, die wissen, wo man da mit hinkommen kann, dass man ein Leben daraus schaffen kann und suchen natürlich nach Wegen. So. Und dann gibt es die Turniere, in denen man quasi, also die virtuelle Bundesliga zum Beispiel oder die Weltmeisterschaft, der FIFA Interactive World Cup. Und dafür ist man natürlich möglichst gut dazustehen. Das ist dann so, dass man am Wochenende die Weekend League spielt. Also die offizielle EA Sports Weekend League so und dort ist es so, da absolviert man 40 Spiele und wir als Scouts gucken dann natürlich die Statistiken durch, so wer schneidet da besonders gut ab, in welchem Alter befindet sich derjenige, also da spielen ja dann 1000 Faktoren eine Rolle, wie gesagt, wie im klassischen Sport auch da. Und dann geht es halt auch noch um andere Themen, was ist das für ein Typ, wie ist der charakterlich natürlich drauf, passt der dazu? Und am Ende des Tages, klar, versucht man die Spieler eben möglichst gut zu supporten und an die Vereine zu vermitteln und auch dann eben weiter zu betreuen, sodass sie auch möglichst viel und übrigens eben alle Seiten, der ganze Markt natürlich, mit möglichst kräftigen Vollprofis arbeitet. Ja, wie oft kriegt ihr Anfragen von Spielern, die sagen, aber ich besiege ständig meinen Bruder, meinen Cousin oder so. Das muss doch, also ich bin gut. Tagtäglich, ne? Also wirklich Tausende, muss man wirklich sagen. Also eines ist auf den Profilen der Spieler natürlich. Die leiten das ja auch an uns weiter, weil sie müssen sich halt auf ihre Sachen konzentrieren, ihr Training und so weiter. Sie können gar nicht, relativ schnell gar nicht mehr alle Anfragen beantworten. Da kommen wir dann ins Spiel und wir haben auch eine eigene Highschool, die eSports Highschool, mit der wir quasi dann diese Anfragen bündeln und versuchen über Community-Aktionen, seien es Beat the Pros oder so wie hier eigentlich die beiden, die über ein Gewinnspiel hergekommen sind und jetzt stellt sich raus, der Robin spielt sehr gut, der Kevin aus Luzern extra angereist, also das macht er ja auch nicht einfach so, sondern weil das für ihn viel bedeutet, hier zu spielen gegen deutschen Meister, gegen Weltmeister Kai Wollin. Und ja, am Ende des Tages, die nehmen alle FIFA sehr, sehr ernst und nehmen das als Sportart auf, eben auch schon sehr viele, aus der breiten Masse heraus und wollen auf sich aufmerksam machen. Und wenn Potenzial da ist, dann öffnen wir die Tür. Also eine Frage, die auf jeden Fall immer wieder auftaucht, ist auch diese Turniere. Wo kann man sich informieren, welche Turniere stattfinden? Nicht nur dieses Turnier, was du vorhin meintest, dieses Weekend-Turnier, was ja irgendwie, da kriegt ja jeder eine Benachrichtigung, dass das stattfindet, sondern außerhalb dessen. Wo kriegt man die Infos über die Turniere? Tatsächlich, erste Anlaufstelle sind schon die EA Sports-Seiten, die darüber halt sehr gut berichten, weil aus diesen großen Major-Turnieren leitet sich alles andere so ein bisschen ab, die weiteren Turniere, weil man stößt dort auf die Profis, um die geht es tatsächlich einfach am meisten. Die werden von der FIFA, von EA einfach zu Stars aufgebaut. Es wird ab Herbst übrigens eine FIFA Champions League geben, also beziehungsweise eine Liga, in der dann auch die ganzen Vereine, die weltweit jetzt eingestiegen sind, zu sehen sind mit Spieltagen und so weiter. Da bin ich selber sehr gespannt, was in Informationen demnächst kommt. So, und wenn man dann eben die Profis beobachtet, dann wird man natürlich sehen, was posten die, was machen die und die berichten über die Turniere. So, und dann weiß man da, okay, das ist eine gute Anlaufstelle, da kann ich auch mitmachen und idealerweise spielt man gegen einen Profi und schneidet eben gut ab. Also verliert nicht 3-0, sondern geht vielleicht in eine Verlängerung und so weiter, dann wird es schon extrem interessant oder verliert nur mit einem Tor und dann wird es eben schnell spannend. Eine Frage, die hier gerade noch aufgeploppt ist, gibt es denn im E-Sports auch Frauenfußball? Ja. Also das ist das Schöne an FIFA und an FIFA E-Sports, dass es eben ja, die enge Anbindung am echten Fußball eben auch so sehr vorhanden ist. Wir wissen, die Profifußballer spielen alle FIFA und genauso natürlich die Frauenmannschaften spielen auch alle FIFA. Ich habe es auf einem Event von der Uni erlebt. Da waren plötzlich ja, hunderte Mädchen, die halt dort Fußball gespielt haben, ein Turnier gegeneinander. Und die halt alle nicht nur mit dem Controller umgehen, wäre stark untertrieben, sondern die haben richtig gut FIFA gespielt. Das heißt, wir wissen, die sind da. Und Frauen gerne nach vorne, kommen nach vorne. Und weil eben, ja, natürlich, die gibt's. Und die sollen oder haben ihren Spaß sowieso auch dran. Und wir wollen natürlich, dass die das auch professionell machen und auch idealerweise in den Wettbewerben mitspielen. Ja. Stellt gerne noch weiter eure Fragen, wir reichen sie weiter. Joshua, vielen Dank, dass du unser Gast warst und bist. Von einem, der sich um das Vertragswerk
der Profis kümmert, jetzt zu einem, der sich um deren Playstations kümmert. Wir haben heute hier zu Gast Florian Hahn und dessen Job ist es, Playstations und Controller von Zockern zu bekleben mit individuellen Motiven. Geile Geschäftsidee, wir zeigen euch jetzt mal, wie er das macht. Ja, in diesem kurzen Film haben wir jetzt schon gesehen, was Florian macht. Jetzt ist er bei uns hier zu Gast. Willkommen bei uns. Flo, wie bist du drauf gekommen, Playstations zu bekleben? Warst du zu schlecht beim Zocken? Oder? Nein, erstmal hallo zusammen. Nee, zu schlecht beim Zocken würde ich jetzt mal so nicht sagen. Darauf gekommen bin ich einfach, die steht bei uns zu Hause recht offen rum. Und ja, die sieht in Schwarz ein bisschen langweilig aus. Und dadurch, dass ich als Werbetechniker viel mit Folien zu tun habe, habe ich gedacht, das geht auch irgendwie ein bisschen peppiger, habe mich da im Internet ein bisschen reingelesen und ja, habe dann angefangen, die Konsole von mir zu gestalten. Das ist im Freundes- und Bekanntenkreis recht gut angekommen, sodass ich mir dann irgendwann überlegt habe, gerade ich als 96-Fan, Sets fertig zu machen, die ich dann an die Spieler verschenke. Und ja, das hat mit recht hohem Erfolg geklappt, weil ich glaube, wir saßen noch nicht ganz im Auto. Da hatte ich die erste Nachricht von Salif Sané, der mir per WhatsApp ein Bild von seiner beklebten Playstation geschickt hat und total zufrieden war. Und ja, das ist natürlich eine mega Ehre. Und daraus ja, ist eine ganze Menge entstanden. Ich habe weiter über Instagram und auch über Facebook Spieler angeschrieben, wo ich gesehen habe, denen gefallen die Designs, die ich schon gemacht habe. Du hast gerade gesagt, Salif Sané, gibt es noch ein paar andere, die sich das bekleben lassen haben? Große Namen? Ja, etliche. Also von großen Namen würde ich jetzt Louis Holtby vom HSV nennen oder auch Neu-BVB-Spieler Maximilian Philipp ist einer meiner Spieler. Und ja, was haben die gewollt für ein Motiv? Was hat Philipp gewollt? Ein eigenes Motiv, das war ein Torjubel, ich glaube mit Pascal Stenzel zusammen. Die haben auch beide das gleiche Motiv bekommen. Und ja, die meisten Spieler wollen irgendeinen besonderen Moment. Für Salif zum Beispiel war das im Spiel gegen Bayern München. Ich glaube vor 2-3 Jahren hat er im Spiel einen schönen Fallrückzieher gemacht. Das okay. Wurde bildlich recht gut festgehalten und es sind meistens persönliche Momente, die draufkommen. Okay, wir haben jetzt hier als Beispiel keinen persönlichen Moment dabei, aber dafür eine sehr schöne Camouflage-Optik. Ja. Ich würde sagen, du beginnst einfach mal damit und wir kommen gleich nochmal zu dir und schauen uns an, wie das am Ende aussehen kann. Alles klar, kein Problem. Ja. Mikro nehme ich mit. Jo. Und jetzt nochmal zurück zu dem Spiel. Jetzt gerade zocken unsere beiden Gewinner, Robin und Kevin, nämlich mit dem Europameister Cihan und dem Weltmeister Kai. Und wir schalten mal hin. Ich glaube, das spielt PSG gegen Man U. Schade. Das ist ein schönes Spiel, aber ja, auch nicht. War schön. Wer spielt mit wem? So, ich spiele hier mit Manchester. Ich habe dann Robin mit dem Robin und Kai. Also Robin und Cihan spielen mit Manchester United und der Weltmeister Kai Wollin. Spielt jetzt 1-0. Für 1-0. Gutes Timing.
spielt mit Kevin aus Luzern. Gutes Auge. Danke. Ich glaube, das war eine Sekunde zu spät. Ist auf jeden Fall verdient, würde ich sagen, oder? Hm? Ey, wie kann der nicht ankommen? Ja, Halbzeit, wichtig. Ich wollte ein Tor machen. Das ist gerettet. Ja. Warum so viele Schüsse? Wir schießen halt nur, wenn es Tor gibt. Genau. Ein selbes Tor. Genau. Guck mal oben. Oh, der ist auch gut. Ja, scheiße. Komm. Komm. Ey, das ist doch Foulspiel. Nein, nein. Der Deto. Immer am Zerren. Nur am Faulen hier. Das hat auch Ärger. Jetzt gibt's das 2-0-8. Das ist stark. Nein, nein. Das ist Film. Oh, schade. Haben wir auch nichts los. Guck mal unten. Guck mal, Cavani. Ja! Ey, wie nimmt er den an? Das ist Neymar. Das ist eine Frechheit. Oh. Oh, nice. Mach mal auf Cavani. Abseits. Was ist das frei? Ja, okay, warte, mach kurz. Ich geh weg. Ist weg? Ja, ist das frei, ist sonst kacke. Machen wir immer. Boah, ne, ich hab's gehabt. Alles gut. Der ist gut. Nein, nein. Oh, der ist ein bisschen zu weit. Schade, schade. Der ist ein Stück zu weit. Ah, scheiße. Oh, oh. Hast du, hast du. Kaku. Nein, 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 nein. Na gut. Ey, was ist mit Di Maria? Schlag. Was? Ey, aha. Hinten. Oh, die ist gut. Oh. Oh. Nein. Hast du. So, guter Pass. Schieb mal. Warte, Cavani. Ah, das, der ist gut. Oh. Stark, nichts los. Und lauf. Oh, muss köpfen. Oben, guck mal oben. Hab ich. Er braucht so lange, ne? Ja, er braucht so lange. Komm, ich das gewusst habe. Boah. Schwein. Hab ich. Nice.
Wir müssen aufpassen, hinten brennt der Baum. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Jawohl. Komm, warte, warte. Kommt er dann im Ball? Komm, Jungs, kämpfen. Kämpfen. Nein, kein Tor jetzt. Und weg, wegpelzen. Ja. Nice. Da ist der Sieg. So, Abpfiff. PSG gewinnt 1-0. PSG gewinnt 1-0 gegen, gegen wen war es? Gegen Manchester United, ne? Ja. Ja. Kevin, sag doch mal, wie war's mit Kai? Musstest ihn ganz schön durchs Spiel tragen, ne? Es war eine Ehre. Also er hat gut gespielt für das, dass er am Mittag eine OP hat. Also. Dankeschön. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, der hat auf jeden Fall Potenzial, der Typ oder so. Und der, bei Kevin merkt man jetzt, ist er mehr als Hobbyspieler oder? Weil das kann man im Tour und Tour nicht sagen, das ist der falsche Muss. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir eigentlich gut zusammengespielt haben, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, ob jetzt Profispieler werden kann oder nicht, dann müsste ich One-on-One gegen ihn spielen, so kann man das nicht sagen, weil das zu unterschiedlich ist. Okay. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen ein Finale stattfinden lassen, aber diesmal ohne die Profis, sondern nur mit unseren beiden Gewinnern der Verlosung, nämlich mit Kevin und Robin. Ihr beide spielt jetzt ein Finale. Der Sieger bekommt FIFA 18, der Verlierer ein Deutschland-Trikot. Also bei uns kann man eigentlich gar nicht verlieren. Ihr sucht euch jetzt einfach hier direkt eure Mannschaften aus, one-on-one, ohne die Pros. Die Pros sitzen im Hintergrund und gucken zu, können gerne kommentieren. Ja, und wie gesagt, es geht um FIFA 18 und um ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Und während ihr hier eure Einstellungen macht, gehe ich jetzt kurz nochmal zu dem Kollegen Florian. Der hat nämlich jetzt die PlayStation vorbereitet. Genau. Flo, sieht ganz geil aus eigentlich, ne? Dankeschön. Muss ich sagen. Das sollte so sein. Also das ist der Plan. Jetzt sag kurz, was kostet das, so wie es hier liegt? Also die Preise liegen so um die 20 Euro plus 1,50 Versand mache ich meistens fertig. Und das ist zum selber aufkleben. Also würde ich dir das jetzt zum Beispiel schicken, könntest du das ganz praktisch selber aufkleben. Das ist eine ganz spezielle Folie, die kann keine Blasen werfen. Und ja, ist... Wie eine zweite Haut, muss ich sagen. Genau, schützt die PlayStation auch ein bisschen. Und ja, sieht Bombe aus, also... Ja. Das heißt, du schickst das den Leuten zu, die können das selbst bekleben. Genau. Und unser Plan ist nämlich auch, dass alle Leute, die hier dran teilnehmen, richtig, eine Chance haben, was auf zu gewinnen. Genau, das gleiche Set, was ich hier nochmal beklebt habe. Wie viel gibst du aus? Sag eine Zahl. Wir machen 5 Stück. 5? 5 okay. Stück haben wir raus. Und ja, ich habe das gleiche Set nochmal als Anschauung mitgebracht. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwieriger. Ja, ich helfe dir. So. Genau, das Set haue ich noch an 5. Also Controller, PlayStation. Genau, das haue ich noch an 5 Kommentargeber, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube raus. Also sind wir am Ende bei 10 Stück. Und ja, die werde ich nach der Sendung auswählen. Und die können sich dann das Ding aussuchen, was sie wollen? Oder? Die können sich das dann aussuchen, natürlich. Das ist super. Das heißt, die kommunizieren mit dir über E-Mail oder sonst wie und suchen sich ihr Muster aus. Das heißt, 5 Leute bei YouTube und 5 Leute, die bei Facebook kommentieren oder Fragen stellen, bekommen ein kostenloses Design für ihre PlayStation. Genau. Oder Xbox. Funktioniert oder auch. Oder sogar Xbox, genau. Alles klar. Florian, das ist sehr großzügig von dir. Gar kein Problem. Danke, dass du deine Kunst hier bei uns gezeigt hast. Danke, dass ich hier sein darf. Bleib gerne bei uns. Und wir wollen nochmal über Spielerstärken reden. Wir hatten es ja schon am Anfang, dass es ein großes Thema war. Ronaldo besser als Messi, hin und her. Der eine mag wieder Ruud Gullit am liebsten. Eine Legende, die man in diesem Spiel auch spielen kann. Und auch die deutschen Spieler haben so ihre Meinung über ihre eigenen Spielerkarten. Und da gibt es Diskussionen. Und darüber gibt es auch einen kleinen Film. Und den wollen wir euch mal zeigen. Bei Bewertungen gebe ich ihm eine 20. Ja, defensiv hat er noch ein bisschen mehr. Okay. Der Turm in der Schlacht mit 92 in der Defensive. Taka passt den Ball nicht, er dribbelt nur alleine. Im Passen ist er wirklich ein ganz großer Mann. Wir dürfen nicht vergessen, Schweizer Nationalspieler. Ist nicht der lauffreudigste Spieler in unserem Team. Ist dein Ernst? 95.
ist gute Werte. Tempo ist jetzt kein Rafael Varane, aber dafür ist er schnell im Kopf. Kann von eigenen 16er schießen. Schuss ist ja ganz brutal, habe ich 900 gegeben, das ist abartig. Da geht es nicht um die Schusskraft, sondern um die Schussintelligenz in dem Fall. Physis 99, guckt euch an, Mann wie ein Baum. 85 kann man schon machen. Physisch fleißig ist er. Ich verpacke da natürlich Gattuso Grätschler. Physis mit dem schlechtesten, minus 20. Es gibt nur ganz wenige Spieler, die langsamer sind als ich und ich glaube, er gehört dazu. Und defensiv ultra stark. Und hier ist gerade das 1-0 gefallen. Wir schalten mal schnell auf den Bildschirm. Denn wir spielen hier gerade das Finale. Kevin gegen Robin. Und Robin, du hast Barca, ne? Ja, genau. Und das ist das 1-0. Wer ist das? Iniesta? Ja. Schönes Ding. Und das heißt, wir werden jetzt mal bei euch hier beim Finale ein Stück lang bleiben. Wie gesagt, es geht um FIFA 18, um die neueste Version und um ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Einfach stehen geblieben, okay. Für Kevin. Boah, wir haben den gehalten. Nein. Na. Der Lionel. Wer sonst? Der alte Schlawiner. Ja, 1-1. Du musst endlich Deutscher wie Schweiz spielen. Wäre was gewesen, ja. 85er Minus. Hätte ich auch für dich Timo nehmen können. Hä? Dann hätte ich ja mit Timo vorne spielen können. Das stimmt. Echt. Das ist geil, ne? Im Spiel. Mhm. Der war stark. Der war. Oh mein Gott, Alter. Nice. Cihan, du kannst gerne das Mikro da vorne nehmen. Sag doch mal, was hältst du bisher vom Spielverlauf? Ist das so? Einfach in die Richtung sprechen, das reicht schon. Achso, okay. Ist das gerecht, die Führung? Zieh's auf. Bis jetzt auf jeden Fall, weil Philipp spielt schon stark. Robben. Ich habe jetzt den Namen. Der Robben spielt schon stark, muss ich sagen. Also, Kevin. Der Kevin ist noch nicht so ganz im Spiel, aber hat jetzt eine gute Chance. Was sagst du so, Kai? Ja, ich finde auch, muss man einfach festhalten, es war auf jeden Fall verdient. Ja, bis jetzt auf jeden Fall verdient. Und Messi hat auch wieder getroffen, das zu der Geschichte, wer besser ist. Messi ist ja schon. Ja, aber es ist noch eine ganze Halbzeit noch zu spielen. Gleich haben wir hier Halbzeit. Ja. Kai, du hast jetzt deine Sonnenbrille abgenommen, ist das okay? Ja, sonst sehe ich den Bildschirm gar nicht. Das ist zu dunkel dann. Ah, es geht schon. Wenn es nicht gehen würde, dann würde ich es nicht machen.
der Anschlusstreffer sein, aber ein bisschen zu spät. Der Kevin muss jetzt zweite Halbzeit auf jeden Fall ein bisschen zulegen, ja, offensiv. Also, Halbzeit bei unserem Finale zwischen Kevin und Robin. Es steht 2-0 für Robin, der hat Barca. Ja, die zweite Halbzeit beginnt jetzt und wir wollen aber noch mal kurz schauen, was ist denn jetzt die geilste Elf bei FIFA? Jeder hat da so seine eigene Wunschvorstellung, aber wir haben sie mal zusammengestellt. Besser geht's nicht, zumindest was die Werte angeht. Hier kommt die Top 11 von FIFA 18. Hinten drin, bester Torhüter des Spiels, Neuer, dann die Innenverteidigung aus Chiellini und Hummels. Rechtsverteidiger ist Azpilicueta, links Real Madrids Linksverteidiger Marcelo. Im Mittelfeld dann königlich Modric und Kroos in der Schaltzentrale und links Sanchez von Arsenal und rechts Arjen Robben von Bayern München, auch in seinem betagten Alter noch mit einer 88 bei FIFA 18 und vorne natürlich die beiden Superstars des Fußballs, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. So, und damit gehen wir jetzt zurück zur zweiten Halbzeit von unserem FIFA 18 Finale. Wie gesagt, die beiden zocken um FIFA 18 und ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. 3-0. Dann kommentier mal, wie ja, hier. Der Robin hat jetzt direkt in der zweiten Halbzeit, 50. oder so ist es, glaube ich, gerade, ja, glaub ich schon. Das 3-0 sozusagen gemacht. Der Kevin hat jetzt angefangen, ein bisschen offensiver zu spielen, aber hat hinten halt ein bisschen Lücken gegeben. Deswegen, ja, Kevin hatte eben die Chance zum Anschlusstreffer mit Ronaldo, war bitter. Direkt ein Konter und dann kam das 3-0 und jetzt muss Kevin wirklich Gas aber geben. Was spielen wir? Wir spielen, glaube ich, 4 Minuten pro Halbzeit. Ist das jetzt überhaupt noch aufzuholen? Also es ist halt sehr schwierig, wenn er 3-mal oder 4-mal mindestens vor dem Tor ist, muss er auch treffen. Wenigstens bis zum 3-3 sozusagen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es ist auf jeden Fall schwer. Was sagst du? Ja, ich glaube, er muss jetzt halt einfach auf Offensiv stellen. Also man hat ja eine taktische Ausrichtung. Und wenn man da auf Offensiv stellt, hat man auf jeden Fall viele Spieler vorne und da das Potenzial, nach Tore zu schießen. Also bei mir, wenn ich jetzt 3-0 hinten liege, kennst du es ja bei mir, Deto? Rage Quit. Nein. Nee, das nicht. Ich würde direkt hochholen. Also bei den Taktiken zum Beispiel würde ich ein bisschen rumschrauben. Druck und Aggressivität so auf 90 oder so. Weil dann spielt man sozusagen auf alles. Oder man kann auch die Aufstellung ändern, ne? Aufstellung ändere ich immer. Ja. Oder die Anweisung, dass ich zum Beispiel den Verteidiger immer dann stets überlaufen gebe, damit ich halt offensiv Leute habe. Und wie gesagt, offensiv würde ich auch bei dem Regler da einstellen. Ja, das hat Kevin auch schon gemacht. Genau. Und dann viele Spieler nach vorne schicken, dass sie immer vor dem 16er so laufen halt, ne? Damit man immer halt immer im Überzahl ist. Und er macht es hier wieder stark. Macht er gut, ne? Macht er stark. Er hat jetzt auch die Lücken und so, aber es ist schon gut ausgespielt. Mal sehen wir auch mal dieses neue Feature schnell auswechseln. Findest du das gut? Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir zum Beispiel viel Weekend League spielen und damit jedes Mal zum Beispiel 1-2 Minuten sparen, hast du am Wochenende eine Ersparnis von, weiß ich nicht, 40 bis 80 Minuten. Deswegen finde ich das eigentlich schon ganz cool. Du? Ich finde es auch gut, aber Elfmeter? Manchmal stört es mich ein bisschen. Warum? Weil wir drücken ja schnell immer X nach der Ecke oder so. Ach so, ja. Dann wechselt es auf einmal aus. Ist mir auch schon passiert, ja. Deswegen. Der war was für die Statistik. Das ist die Entscheidung. Also beim 2 gegen 2 hast du besser verteidigt, muss ich sagen. Was? Beim 2 gegen 2. Ja, das ist immer alleine. Ja. Alleine schwer, ne? Ja, alleine schwieriger, ja. Weil kein Spieler von dem Mittelfeld kommt hier. Ja. Kommt von Stürmer. Ja. Aber Moment mal, wenn er jetzt hier 4-0 gewinnt und wir haben eben gewonnen, wer ist denn dann die Schwachstelle bei euch? War ich die Schwachstelle? Ja. Oha. Nein, war Schwachstelle. Ich glaube, das Zusammenspiel, wir spielen andere Taktiken. Ja, wir spielen halt ein bisschen. Ja, das stimmt schon.
Aber wir haben ja davor gewonnen, ne? Ja. Ja. Und gegen euch haben wir 7-8 Dinger nicht reingemacht. Am Anfang ja, am Anfang ja. Das stimmt schon. Stark. Oh, da sind hier Lücken. Der hätte eigentlich reingehen müssen, ne? So aus der Position. Ja, das war eigentlich ich. Ich glaube, das wird auch das Ende jetzt mit 4-0. Vielleicht noch Ehrentreffer. Vielleicht kommt noch ein Ehrentreffer. Ich glaube, es könnte sein. Sagst du? Ich glaube, passiert irgendwie nicht. Keine Ahnung, FIFA gönnt es nicht. Ah, noch kann es passieren. Muss aber schnell gehen. Ah, jetzt ist vorbei. Ja. Ein starkes Spiel, Jungs. Ja. Fürs erste Mal. Hallo, bin ich hochgezogen? Habt ihr vorher noch gar nicht gespielt? Ich habe noch nie gespielt. So, Abpfiff 4-0 für den FC Barcelona. Robin, herzlichen Glückwunsch an dich. Du bekommst von uns FIFA 18. Kevin, den Trostpreis, aber einen schönen, nämlich das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Das war unsere FIFA 18 Live-Show. Jan, war auch gut was los bei Facebook und YouTube etc. Ja, vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare und eure ganzen Fragen. Ich hoffe, wir konnten hoffentlich einige davon beantworten und zu eurer Zufriedenheit. Und ja, von meiner Seite aus vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, also danke an Joshua, danke auch, dass Jaja hier war. Florian, danke für das Bekleben der PlayStation und natürlich für die Preise, die du verlost hast. Unser Weltmeister war hier, Kai, unser Europameister Chian. Also tolle Sendung. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Eindruck bekommen von FIFA 18. Nächstes Jahr, dann sehen wir uns hoffentlich wieder zur Premiere von FIFA 19. Und jetzt geht einfach morgen raus, kauft euch das Spiel und zockt euch die Daumen wund und bleibt in der Schule sitzen. Obwohl, nee, versucht das unter einen Hut zu bringen. Wir sagen tschüss, schönen Abend und bis bald. Danke.